Hey ho Leute, heute möchte ich euch mein Lieblingsdeck vorstellen und zwar ist es der Control Mage. Wir hatten sehr, sehr schöne Zeiten früher, ich habe es bis Rang 2 geschafft, da ich ja zeitlich nur begrenzt war, aber das Deck hat Potenzial, Ranked im feinsten Maße zu werden. Ich meine, Legend, nicht Ranked. Jedenfalls, was ist denn da in diesem Deck so Tolles drin? Wir haben dann zum einen Feuerblitz. 3 Stück, um ein bisschen Board Control zu halten. Dann Heiltrank, um uns natürlich Leben zu geben. Da würde ich aber empfehlen, erstmal ein paar Runen von dir selbst ploppen zu lassen, um Karten nachzuziehen und dann die Heiltränke einzusetzen. Dann haben wir noch den Wilden Arschländer. Ist natürlich toll, wenn man den am Anfang aufs Board kriegt und ein bisschen das Board kontrollieren kann, da er 3 Schaden verteilt an einen zufälligen Feind. Dann haben wir die Hochfelsbeschwörerin, die gibt uns Atronachen, zufälligerweise eben auf die Hand. Und können dann später im Middle-Game so ein bisschen die Kontrolle noch ausüben. Die kreischende Harpie fesselt die gegnerischen Kreaturen und verhindert damit, dass wir zu viel Schaden fressen oder zögert es einfach nur ein bisschen hinaus. Die listige Verbündete, ganz wichtig, zieht Feuerblitzer nach, wenn die oberste Karte blau ist. Das ist in diesem Deck ziemlich wahrscheinlich. Der Telvanni-Arkanist, auch richtig coole Karte, ist zum einen natürlich einfach stark an sich und hat einen tollen Effekt, gibt uns eine zufällige Aktion auf die Hand. Die könnte natürlich Imba sein oder auch purer Dreck. Meistens ist sie aber ganz gut. So, der Auridon Paladin. Es gibt viele Möglichkeiten, so eines Kontrolldecks eben an Leben zu kommen. Ich habe mich für den Auridon Paladin entschieden. Da möchte der Feind ihn meistens auch sehr schnell loswerden, der ist an sich sehr stark und wir haben viele, ja, kleine Aktionskarten, womit wir ihm dann den Zug geben können, den wir so sehnlichst uns wünschen und holen uns dann Leben. Der Blitz verursacht viel Schaden, ganz klar, und aus Prophezeiung einfach mal, um weiter im Board Control halten zu können. Der flüchtige Intrigant, wir ziehen eine Karte nach und wenn er stirbt, kommt er für 0 Magicka eventuell irgendwann dann einfach nachgezogen, also richtig cool. Der Schwarmverteidiger, einer meiner Lieblingskarten, ist einfach die absolute Mauer. Mit in der vierten Runde oder in der vierten Magikerstufe einfach mal gespielt, ist der sehr schwer zu überwinden. Die Ayran, oder Ayran, wie ich sie ganz gerne nenne, dieses türkische Milchgetränk. Sie zieht eine zufällige Aktion aus dem Aktionsstapel. Das könnte natürlich ein toller Feuerblitz sein oder natürlich ein Heiltrank, der auch sehr nützlich ist. Egal was du ziehst, es ist auf jeden Fall sehr nützlich. Und sie macht die anderen Aktionen günstiger um eine Stufe. Dann haben wir den durchdringenden Speer, ganz klar, wir können die starken Kreaturen auslöschen und das eben als Prophezeiung. Und ganz wichtig, der Eissturm, den habe ich jetzt nur 2-mal reingemacht. 3-mal wäre ein bisschen viel. 2-mal reicht da vollkommen, um das Board einfach mal zu clearen. Wir haben dann noch die Schicksalsweberin, viele verspotten sie, ich finde sie absolut geil, natürlich ist sie sehr teuer, hat nur 3-3, aber ab und zu ploppt es wirklich mal auf, sie kommt aufs Feld, dann ziehe ich eine Karte, wenn es auch eine Prophezeiung ist, kann ich die auch wieder spielen und das ist natürlich dann unendlich stapelbar, also richtig nicht unendlich stapelbar, sorry, zieh eine Karte, dann könnt ihr die halt wieder spielen, wenn es eine Prophezeiung ist, so. Der Senchtiger in der Magikerstufe 6 ist der natürlich extrem stark und auch eine sehr schwer überwindende Mauer und nervt den Gegner dementsprechend. Der Indoril Erzmagier, extrem nice der Typ, ist natürlich voll cool. Letzter Atemzug fügt allen Kreaturen in der gegnerischen Reihe 6 Schaden zu. Pervers. Zorn der Dämmerung habe ich 2-mal drin. Ist aber verdammt nützlich, eine komplette Reihe einfach mal so auslöschen zu können. Der Manicore, was sehr schade ist, habe ich leider nur 1-mal. Sollte aber, wenn ihr ihn mehrfach habt, 3-mal ins Deck. Wäre sehr, sehr praktisch. So, der Nakrim Drachenpriester. Du ziehst eine Karte, wenn du ihn ausspielst, und die nächste Karte in diesem Zug, die du ausspielst, kostet nichts. Ist natürlich optimal kombinierbar, wenn du ihn ausspielst und dann zum Beispiel einen Oderwing, den du erst in der 12. Stufe spielen könntest, einfach mal in der 10. bereits ausspielst. Das gilt natürlich dann für alle. Dann haben wir noch den Mirak Drachenblut. Richtig cool, du stiehlst eine gegnerische Kreatur. Stellt euch mal vor, der hat einen Iron, also einen Eisenatronachen
Und ihr könnt den einfach mal so klauen. Also den würde ich natürlich dann nur für solche Karten auch wirklich aufheben, um einfach mal das Game komplett zu wenden. So, und der Oda wegen der räumt am Ende einfach mal auf die ganze Geschichte. Und ja, dann sieht das für euch schon ganz gut aus. Dann testen wir das Deck doch mal. Also viele, die mich, also diejenigen, die mich verfolgen, die wissen das ja schon, dass das mein Lieblingsdeck ist und ich das früher auch sehr oft gespielt habe. Da ist er doch. Damit habe ich auch den höchsten Rang erreicht bisher. Ich habe noch ein Kontrolldeck, das auch ähnlich erfolgreich ist, aber damit ist es dann doch am besten. So, schauen wir mal, wie wir uns da zur Wehr setzen können. Und wie gut ich das Deck euch präsentieren kann. Ich möchte natürlich so viele Möglichkeiten erhaschen können, wie nur möglich. Um euch so ein paar Methoden zu zeigen oder Kombinationsmethoden, wie ihr das Deck so am besten einsetzt. So, das ist natürlich ein perfekter Start. Wir haben relativ günstige Karten, die sich auch noch so ein bisschen halten können am Anfang. Um jetzt einfach die Boardbedrohung, ja, Boardbedrohung würde ich jetzt nicht sagen, aber das Board einfach mal ein bisschen frei zu halten, um zu überleben. Genau das ist das, was wir wollen. Überleben. Bis zum Schluss. Dann geht's ihm schlecht. Seid gegrüßt. Okay, das ist ein sehr, sehr schnelles Deck. Das kann, ja, für uns zum Vorteil sein. Wir könnten jetzt die Hochfelsbeschwörerin spielen und ja, es zulassen, dass er uns halt noch mehr Schaden macht. Wir könnten aber auch die kreischende Harpie spielen, ihn fesseln und dann nochmal eingehen. Aber ich mache das lieber mit der Hochfelsbeschwörerin. Der Grund ist, er könnte noch eine stärkere Kreatur spielen, die noch mehr Schaden machen kann und die würde ich dann gerne aufhalten können. Also hier ist es halt eben das Wichtigste, die Kreaturen jetzt aufzuhalten. Wenn ein paar Runen ploppen, ist es jetzt nicht so schlimm. Wir haben den Heiltrank auf der Hand und können uns da so ein bisschen hochheilen. Das ist schlecht. Aber jetzt müssen wir die kreischende Harpie spielen. Kommen wir nicht drum herum. Jetzt fressen wir... müssen wir doch nicht. Doch, spielen wir. Wir spielen sie doch. Und heben uns, ja, den Feuerblitz für was Gefährliches auf. So, dann bin ich mal gespannt, wie wir das aufhalten können. Wir haben halt auch jetzt wirklich Glück gehabt, dass wir relativ günstige Karten auf der Hand haben. Und der konnte ihn entfesseln. Sehr, sehr gut gemacht. Okay, das Gute ist, wir können den hier gerade mal auslöschen. Löschen auch diesen Hiesen aus. Spielen die listige Verbündete links. Nee, rechts. Um sicher zu gehen, nicht, dass er die hier loswerden kann. Jawohl, wir ziehen einen Feuerblitz nach und für ihn ist es dann natürlich ziemlich scheiße. Er macht uns zwar jetzt Schaden, aber den können wir wiederholen. Oder das Leben können wir wiederholen. Genau deswegen wollte ich ihn erstmal links spielen, aber ist ja nicht schlimm, wir können den Feuerblitz einsetzen. So, dann Feuerblitz und der Telvanni-Arkanist. Der Ehrgeiz von Telvanni ist grenzenlos. Ins Gesicht möchte ich nicht gehen. Das wäre dämlich, dann würde er noch mehr Karten ziehen. Ein paar Runen dürfen noch ploppen, aber dann ist auch wieder gut. In der nächsten Runde können wir den Sentitier einsetzen, das ist halt mega geil.
zu einfach. Okay. Durchdringender Speer. Damit löschen wir den hier schon mal aus. Das ist wichtig. Fressen leider noch Schaden. Und können mit dem Feuerblitz den hier auch noch auslöschen. Okay. Wir haben den Heiltrank noch. Das ist gut. Aber er hat mir immer noch zu viele Karten. Und wir zu wenig Leben. Aber jetzt haben wir wenigstens auf jeder Seite eine Kreatur. Und können dann halt einigermaßen das Board halten. Jetzt kommen wir auch zu dem Zeitpunkt halt eben, wo wir Wächterkarten haben, und der dann Angst, nicht mehr so leicht durchkommt. Die muss weg. Das Doofe ist, er konnte jetzt gut Schaden machen. Aber nicht, dass ich zu tun habe. Den ballern wir weg. So, dann spielen wir die listige Verbündete. Dann mal los. Hat leider nicht so funktioniert. Dann verteidigen wir uns. Wir können dann in der nächsten Runde auf der anderen Seite noch was spielen. Da wird er wahrscheinlich reingehen. Okay. Kann nichts machen, das ist sehr, sehr gut für uns. Wir vernichten die hier einfach. Da hätte er auch genauso gut reingehen können. Gut, wir spielen. Wir spielen den Senchtiger auf dieser Seite, geben uns noch einen Heiltrank und können noch den wilden Arschländer spielen. Der Grund, warum ich den Auridon Paladin nicht gespielt habe, ist, ich weiß nicht, was er jetzt noch für Karten hat und wie viel Damage er mir auf einmal mit Aktionskarten eventuell machen kann. Und 6 Leben waren mir dann doch eindeutig zu wenig. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, den Auridon zu spielen. Dieser Tag ist vielverheißend. Und wir können uns weiterhin verteidigen. Jetzt habe ich euch. So, lasst mich kurz rechnen. Machen wir. Bam. Und. Sterbt, Fremdling. Bam. So, sieht schon mal sehr gut aus. Er kommt da nicht leicht durch. Kosten 2 mehr. Okay, für ihn dann wahrscheinlich auch. Wir könnten jetzt noch viel Schaden machen und ihn dann in der nächsten Runde auslöschen. Ich würde aber gerne. Ich würde aber gerne erstmal Leben generieren. Safety first, Leute, safety first. Er könnte jetzt eine von meinen Kreaturen vernichten. Hier kommt er nicht vorbei.
Der Sieg ist euer. Tada! Leute, tada, tada. Neue Stufe! Yeah! Und ihr seid live dabei. Mal gucken, was wir bekommen. Öffne dich. Trübwasserscharmützel, yay, habe ich schon. Und noch Besänftigen dazu. Okay, Leute. So könnt ihr Agrodecks ganz leicht, ja, ganz leicht war es jetzt auch wieder nicht, aber so ein bisschen neutralisieren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, ich würde mich mega freuen. Ansonsten natürlich ein Abo ebenso. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.